Willkommen und schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei der nächsten Folge. Hercule Poirot und mir, dem NRW-Boy 18. Wir haben in der letzten Folge wieder mal alle Leute hier befragt und haben so ein bisschen, ja, ihren Bezug auf den verstorbenen Major erfragt. Und ich bin jetzt auf unsere neuen Gedankenkarten bzw. Gedankengänge hier gespannt. Setze deine Vernehmungen fort und bringe potenzielle Motive ans Licht. Mit Margot sprechen, mit Zachariah sprechen, okay. Aber zuerst, da haben wir nichts, da haben wir fertig und da haben wir auch nichts. Okay, wir haben zwei neue, okay. Das sieht ja lustig aus. Guck mal hier, Zachariah hat ziemlich wenig. Okay, Zachariah hegt einen Groll gegenüber Gideon. Wo ist Gideon? Da. Der Streit zwischen Gideon und Zachariah. Das vielleicht? Na? Gibt es da etwas, das ich meinen Blick entzieht? Der Major hat gegen die Heirat ausgesprochen. Zachariah hegt einen Groll gegenüber Gideon. Gideon hat seinen Brief verfasst. Gideon will seine Vergangenheit mit dem Major nicht zur Sprache bringen. Mit ihm sprechen. Oh Gott. Also mit Gideon muss ich sprechen, mit Hugo muss ich sprechen. Und mit Jackie. Okay, die Frage ist jetzt natürlich, ob ich jetzt hier noch irgendwas übersehen habe. Warte mal, Gideon will seine Vergangenheit. Gideon versucht, Verhandlungen in den Weg zu bringen. Warte mal, das hier vielleicht? Na? Ich darf mich keine mehr pulsen. Der Streit zwischen Gideon versucht, Verhandlungen nicht wegen. Gideon bestreitet, Major. Zwischen. Tja. Ich glaube, ich muss tatsächlich mit den Leuten fragen. Ich glaube, hier ist zu wenig. Naja. Fragen wir nochmal. So, Jackie, fangen wir mit ihr an. Fragen Sie los, Detective. Ach nein. Sie, ich gehe die ganzen Leute am besten nochmal durch. Man kann ja nie wissen. Ja, siehste, Sie haben mir den Eindruck vermittelt, dass der Major und die Madame sich sehr nahe gestanden haben, Comtesse. Ihnen zufolge gab es aber auch Zeiten, in denen er sich gegen ihr aggressiv verhalten hat. Sie haben mir den Eindruck vermittelt, dass der Major und die Madame sich sehr nahe gestanden haben, Comtesse. Ihnen zufolge gab es aber auch Zeiten, in denen er sich ihr gegenüber aggressiv verhalten hat. Nespa? Ah, sie hat schon wieder hier ein Schutzschild, was ich knacken muss. Es tut mir leid, Detective. Es war nicht meine Absicht, Ihnen einen derartigen Eindruck zu vermitteln. Ich habe bereits ein gutes Verhältnis zur Comtesse aufgebaut, das einige sogar auf kokette Weise interpretieren könnten. Vielleicht könnte ich ihr die benötigten Informationen entlocken, wenn ich sie weiterhin umgarne. Ah, schmeichelnd? Es muss wohl ein Missverständnis meinerseits gewesen sein. Eine Frau ihres Formats würde einen jungen Mann niemals absichtlich zu so einer Schlussfolgerung verführen. Ah, bescheiden. Könnte ich Sie darum bitten, meinen Fehlverhalten gegen Gedankengang wieder auf die richtige Spur zu helfen? Nee, schmeicheln. Schmeicheln mag die. Oh, guck mal, die Axt hier. Steht's der Charmeur, Detective. Ich würde Ihnen gerne mehr darüber erzählen, aber ich fürchte, dass Cassandra dann denken könnte, dass ich hinter ihrem Rücken über sie rede. Ah, okay. Die Comtesse hat noch mehr zu dieser Sache zu sagen, aber sie hält sich zurück. Ich habe das Gefühl, dass diese Zurückhaltung mehr mit dem Erhalt auf Aufmerksamkeit zu tun hat. Vielleicht kann ich das zu meinem Vorteil einsetzen. Warnend. Was würde Madame Vandenbusch wohl denken, wenn sie von den Inhalten dieser Unterhaltung von mir erfahren würde? Nein! Wir verraten sie doch nicht, um Gottes Willen. Zwingen. Sie sorgen sich wirklich sehr um Madame Vandenbusch. Wenn sie mich unterstützen, wird das dabei helfen, die Madame von jeglichen Fehlverhalten freizusprechen. Sicherlich ist dies doch genau das, was sie für sie wollen. Oder etwa nicht? Na, komm hier, natürlich. Es kommt nicht oft vor, dass ich mich so leicht überzeugen lasse. Ich gratuliere Ihnen zu Ihrer Einsatzbereitschaft und Beharrlichkeit. Seit ich den Major das erste Mal traf, hatte ich meine Vorbehalte gegenüber seinen Absichten. Und es sollte nicht lange dauern, bis er sein wahres Gesicht enthüllte. Wenn Cassandra Tränen für ihn vergießt, dann sollten das Freudentränen darüber sein, dass er endlich aus ihrem Leben geschieden ist. Ich kann Ihre Gefühle für den Major verstehen, aber vielleicht gab es ja... Er war ein Tyrann. Seine eigenen Unzulänglichkeiten ließ er an ihr aus. Und sie saß einfach nur still da und ließ es über sich ergehen. Ich hätte niemals gedacht, dass ich diesen Tag je erleben würde. Vielleicht wird sie ihn jetzt endlich als den Mann erkennen, der er wirklich war. Karma holt einen am Ende immer ein.
Merci, Comtesse. Falls noch weitere Fragen auftauchen sollten, werde ich mich mit Vergnügen wieder an Sie wenden. Haha, okay. Ja, Zacharia und Hugo, aber gucken wir mal. Kein Problem. Bei ihm? Kann ich noch was ist? Nein. Das Silva hatte auch nicht, also nur die beiden, mit denen sollte ich mich unterhalten, aber nein, jawohl. Überprüfung ist besser als Vertrauen. Was immer Sie brauchen, Detective. Was? Okay, dann zuerst mit Gideon. Ich bin ein offenes Buch, Poirot. Jeder hier scheint eine Meinung zu ihrer Beziehung zu ihrem Bruder zu haben. Das überrascht mich gar nicht. Einfach zu fragen traut sich allerdings keiner von Ihnen. Ich frage Sie gerade. Das hätte ich mir denken können, oder? Was soll ich Ihnen sagen? Wir waren früher sehr eng miteinander, aber mittlerweile eben nicht mehr. Es würde mir helfen, wenn Sie Ihre Beziehung zumindest etwas genauer beschreiben könnten. Er besuchte eine Schule. Erhielt eine gute Ausbildung und war stets der Schatz unseres Vaters. Ich dagegen zog in den Krieg. Können Sie den Unterschied jetzt sehen? Der Monsieur erwähnte erneut seine Zeit im Krieg. Obwohl ich seine Mühen für sein Land keinesfalls schmälern will, scheint es mir so, als hätte er das Leben auf dem Schlachtfeld immer noch nicht hinter sich lassen können. Was wissen Sie über die Arbeit Ihres Bruders mit der Gewerkschaft? Wenn Sie mehr zu Gideons Rolle in der Gewerkschaft erfahren wollen, dann wäre es doch wohl besser, ihn selbst zu fragen. Sie sind sich seiner Unterstützungsarbeit also bewusst? Ja, naja, er... Oui, Monsieur. Es ist besser, Sie fragen ihn selbst. Entweder weiß der Monsieur nicht viel über die Tätigkeiten seines Bruders oder er versucht, ihn recht gezielt, etwas geziert zu beschützen. Heißt es nicht gezielt? Ich denke, das ist für den Moment alles. Mit Gideon sprechen, das war ja klar. Hin, her. Eieiei. Gar kein Problem. Wie kann ich helfen? Ich würde gerne noch einmal auf Ihren Bruder zu sprechen kommen. Ich glaube, dass es im Augenblick wichtigere Dinge gibt, als über die mangelnde Beziehung zwischen meinem Bruder und mir zu sprechen. Der Mörder befindet sich in diesem Haus. Und jegliche zurückgehaltene Information, die mir bei meiner Untersuchung dienlich sein könnte, weckt in mir lediglich den Verdacht, dass Sie darin involviert waren. Falls Sie weiterhin Informationen zurückhalten, dann lassen Sie mir keine andere Wahl, als anzunehmen, dass Sie etwas zu verbergen haben. Damit zwingen Sie mich dazu, Sie als einen der Hauptverdächtigen im Mordfall des Majors zu betrachten, Monsieur Demir. Ich habe nichts zu verbergen. Falls Sie es wirklich wissen müssen, dann gestehe ich ein, dass wir schon viele Jahre lang nicht das beste Verhältnis zueinander haben. Wie ich bereits gesagt habe, sind wir grundverschiedene Menschen. Er hat kein Interesse daran, Pläne für die Zukunft zu machen. Und so sehr meine Eltern es auch versucht haben mögen, sie konnten ihn diesbezüglich einfach nicht ändern. Ich schätze, dass dies auch der Grund ist, warum er mich für ihren Liebling hält. Er glaubt das auch heute noch? Das nehme ich an. Wir reden kaum noch miteinander. Ich hatte gehofft, dass wir uns zusammensetzen, über unsere Vergangenheit reden und sie endlich hinter uns lassen könnten. Aber der Abend ist leider nicht so verlaufen, wie ich geplant hatte. Ich bitte Sie darum, hier zu bleiben. Unter Umständen könnte ich noch einmal Ihre Hilfe benötigen. So, wat nu, Spiel. Setze deine Vernehmungen fort. Okay, also, was haben wir denn hier alles? Zacharia, mit ihrem Zacharia verteidigt Gideon. Zacharia hegt einen Groll gegenüber Gideon. Der Streit zwischen Gideon führt keine enge Verbindung. Einige mögen es Glück nennen, doch ich nenne es einen Geistesblitz. Als Einzelpersonen sind die beiden Brüder verdächtig, doch ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass sie gemeinsame Sache machen würden. Nee, das glaube ich auch nicht. Die Brüder würden wahrscheinlich nicht zusammenarbeiten. Nee, das glaube ich auch nicht. Der Streit zwischen Gideon. Das wird mich nicht nähern. Das wäre auch zu einfach gewesen. Der Streit zwischen Gideon und Zacharia. Zacharia hegt. Gideon will seine Vergangenheit mit dem Major nicht zur Sprache bringen. Gideon versucht, Verhandlungen auf den Weg zu bringen. Das hatte ich. Ja, das hatte ich schon. Der Streit zwischen Zacharia. Hugo hat ein Druckmittel gegen den Major. Hugo behauptet, berügt.
Hugos Frustration. Ein weiterer Erfolg. Ich habe nie an mir gezweifelt. Hugo behauptet, dass er sich bei seinem Streit mit dem Major beruhigt hatte, doch Jackie ist anderer Meinung. Hugo hat über seine hitzige Natur gelogen. Der Schweinehund. Hugo hat ein Druckmittel gegen den Major. Gibt es da etwas, das Schau. Ich meinen Blick in... Hitzige Natur. Cassandra ist für Ernesto mehr als ein Freund. Der Major war in der Arbeitsstreiks involviert. Hugo hat ein Druckmittel. Kommt schon, meine kleinen grauen Zellen. Wir müssen mit Logik... Ja! Jeder versucht Verhandlungen. Das wird mich nicht näher. Moment, was blinkt denn jetzt hier auf? Gib da! Schon wieder. Zaria verteidigt Gideon, Zaria hegt einen Groll gegen. Ah, okay. Die Puzzleteile scheinen endlich ein großes Ganzes zu formen. Er behauptet, dass seinem Bruder nicht nahe steht, weigert sich dann jedoch, mir Informationen über ihn zu geben. Zaria widersprüchliches Verhalten. Ja, genau. So, wo blinkt's jetzt auf? Vor allen Dingen, wodurch passiert das? Kommt das einfach nach einer Zeit oder erst, wenn ich hier ein paar Fehlverknüpfungen habe? Warte mal, probieren wir das mal. Ich darf mich keinem Impuls hin. Ich muss eine andere herangehen. Ach, guck mal, dann wird das sogar rot. Guck mal hier, wie geil. So, jetzt dreimal falsch. Keine und logischen jetzt? Zusammenhang. Ja, okay, bei dreimal falsch gibt das Spiel einem einen Hinweis. Das finde ich ja schön. Ernesto und Cassandras Freundschaft. Cassandra ist für Ernesto mehr als... Ja, okay, das... Da könnte ich jetzt auch selber hätte drauf kommen können. Was für eine Enthüllung. Ernesto hatte seine Gefühle gut versteckt. Ich könnte das zu meinem Vorteil einsetzen. Ja. Ah, mit Ernesto sprechen. Ernestos Liebe ist ein wohlgehütetes Geheimnis. Aha. Hört, hört. Ernesto. Wenn es sein muss. Ich entschuldige mich für meine aufdringliche Frage bezüglich dieses Themas, aber Sie und Madame Vandenbosch... Mademoiselle Conrad hat schnell über verborgene Gefühle für die Madame geredet. Vielleicht sogar nur verborgen vor Madame Vandenbosch selbst. Was genau hat das mit dem Tod des Majors zu tun? Weiß Cassandra davon, dass Sie mit anderen über dieses Thema geredet haben? Ich habe stets nur versucht, ihr zu helfen. Ah, ich stelle lediglich die Frage und es gibt keinen Grund für Panik. Falls Sie jedoch ehrlich antworten könnten, würde mir das eine große Hilfe sein. Es mag Gefühle meinerseits geben, doch sie gehören mir und mir allein. Madame Vandenbosch weiß nichts darüber und ich hoffe doch sehr, dass dies auch so bleiben wird. Was? Wieso habe ich jetzt die andere Unterhaltung nicht mehr? Das ist doch kacke und ich habe es mir noch nicht mal durchgelesen. Merci für Ihre Kooperation. Also, ich hatte meine ganz eigene Meinung über den Major. Eine Meinung, die ich lieber für mich behalten sollte. Doch ich hatte mich nicht erwartet, dass ich hier auf so viele Gleichgesinnte treffen würde. Vielleicht sollte ich mir das Gehörte in meinem Zimmer noch einmal durch den Kopf gehen lassen. Haha! Okay. Was heißt das jetzt? In meinem Zimmer, okay? Das heißt, ja, wir haben mit Archibald sprechen, ja genau, weil wir jetzt auf unser Zimmer möchten. Ja, okay. Mach ich. Ich habe meine Befragung der Gäste abgeschlossen. Zumindest für heute Abend. Konnten Sie herausfinden, wer hinter Master Hagens Tod steckt? Ich fürchte, dass der Fall nicht so einfach zu lösen ist. Es gibt viele Schritte, die zur Wahrheit führen. Ich muss alles, was ich heute Abend gehört habe, noch einmal genau unter die Lupe nehmen, um Wahrheit und Lüge voneinander zu trennen. Merci für Ihre Unterstützung heute Abend. Au revoir. Es war ein Erpressungsfall, der mich hierher geführt hat. Ich wollte eine Familie von einer schweren Bürde befreien, die ihren Schatten über eine glückliche Feier geworfen hat. Tja, nun ist es ein Mord. Ich war jedoch noch nie Gast bei einer Verlobungsfeier, bei der dein Toter im Mittelpunkt stand. Obwohl die Alibis der Gäste sich gegenseitig gestützt haben, kann ich die Möglichkeit nicht ausschließen, dass einer von ihnen mit dem Tod des Majors in Verbindung gestanden hat.
Einige der Gäste hatten ein äußerst holpriges Verhältnis mit dem Major und viele hegten eine Abneigung gegen ihn. Doch ist eine solche Abneigung genug, um einen von ihnen zum Mord zu verleiten? Dies stellt nun die perfekte Gelegenheit dar, um noch einmal alle Aussagen des Tages Revue passieren zu lassen. Ach, nicht doch. Ah, gelange anhand der bisher gesammelten Informationen zu einer Schlussfolgerung. Ich habe alle Informationen, die ich brauche. Jetzt muss ich sie nur noch zusammensetzen und den wahrscheinlichsten Täter identifizieren. Ach, fünf! Ach du Scheiße. Ich fange schon wieder von vorne an. Hugo Egon Balder. Hugo hat über seine hitzige Natur gelogen. Hugo wurde von Gideon eingeladen. Hugo hat mit einem Druckmittel gegen den Major. Jackie will Informationen von Hugo. Großartig. Als ich ihre Unterhaltung aufgeschnappt habe, schien es mir so, als ob Hugo Jackie zum Zuhören bewegen wollte. Ah, Jackie scheint die belastenden Informationen über den Major haben zu wollen. Ja klar, für die Zeitung. Jackie behauptet, dass Margot etwas zu verbergen hat. Ratschlag an den Major, Margot und Cassandra sind langjährige Freunde. Autonom und Methode. Warte. Meine eigene Kombinationsgabe sollte mich nicht so sehr überraschen. Der Brief, den sie zu Cassandras Schutz verschickt hat, enthielt ohne Frage eine Drohung und Jackie kann mir nichts über ihr Geheimnis erzählen. Margots Motiv, Cassandras Schutz. Jackie weiß viel über die Gäste. Nee, das nicht, ne. So, Salon. Hugo, Ernesto und Jackie bestätigen ihre jeweiligen Alibis. Gideon, Sari und Margot bestätigen ihre jeweiligen Alibis. Margot und Cassandra, langjährige Freundin. Nee, das nicht. Drohung an den Major. Ernesto hegt Gefühle für Cassandra. Der Major war in die Arbeitsstreiks involviert. Ernesto hat Geld für das Haus vorgestreckt. Zacharias widersprüchliches Verhalten. Drohung. Kommt schon, meine kleinen Grauen. Zacharias hegt einen Groll gegenüber Gideon. Zacharias scheint etwas zu unterdrücken. Zacharias hat deutlich gemacht, dass er Margot nicht leiden kann. Die Brüder würden wahrscheinlich nicht zusammenarbeiten. Gideon hat den Brief verfasst. Gideon will seine Vergangenheit mit dem Major nicht zur Sprache bringen und Gideon versucht, Verhandlungen auf den Weg zu bringen. Ich darf mich keinem Impuls. Ich gehe immer erstmal so die einfachsten Sachen. Hugo Ernesto. Warte mal. Gideon. Ich muss eine andere herangehen. Ach, guck mal jetzt. Ja, das war mir auch irgendwie klar, dass das... Die Vorgänge werden langsam etwas klarer. Hätte ich auch drauf kommen können. Alle Gäste haben zumindest einen anderen Gast, der ihre Alibis bestätigen kann. So, Drohung an den Major. Ernesto hegt für Cassandra Gefühle. Einige mögen es Glück nennen, doch ich nenne es einen Geistesblitz. Er könnte seine Nebenbuhler geblendet durch die Liebe und Gier niedergestreckt haben. Ernestos Motiv, Eifersucht. So, und jetzt brauche ich noch eins. Drohung an den Major, Ernestos Motiv, Eifersucht. Nee, das wird... Nee. Gibt es da etwas, das... Okay, das hätte alleine schon von der Verbindung nicht klappen können. Alle Adlibis bestätigt, also muss es hier oben irgendwas geben. Saria hegt einen Groll gegenüber Gideon und hier Ernesto. Ernesto hat Geld für uns Hugo vorgestreckt. Ich kann einfach keine Look. Margot und Cassandra sind langjährige Freundinnen. Gehen will seine Vergangenheit mit dem Major nicht zur Sprache bringen. Jackie behauptet, dass Margot etwas zu verbergen hat. Schade. Ach, die beiden. Oh, Gideon will seine Vergangenheit und Gideon hat den Brief verfasst. Ach so, ja. Die Puzzleteile scheinen endlich ein großes Ganzes zu formen. Seine Vergangenheit mit dem Major und seine Drohungen im Hinblick auf sein Wohlbefinden reichen als Vorsatz aus. Ah, Gideon wird immer mehr zum Ziel. Gideons Motiv, Vergeltung. So, ich hab alles.
Was? Wer könnte das zu dieser späten Stunde sein? André. Hallo. Oh, schön übergeblendet. Oh, es herrlich. Tut mir leid, dass ich mich Ihnen im Salon nicht anschließen konnte, wie Sie gefordert hatten, Detective. Ach ja, Angeli und Cassandra fehlen mir ja noch. Ich bitte Sie. Es gibt keinen Grund für Entschuldigungen, Mademoiselle. Ich war zusammen mit Maman in ihrem Zimmer. Sie wollte nicht zulassen, dass es irgendjemand sah, doch es war offensichtlich, dass sie zutiefst bestürzt war. Sehr verständlich. Haben Sie bereits irgendeinen Verdacht, wer der Mörder gewesen sein könnte? Ich fürchte, dass ich im Augenblick noch alle Gäste der Feier unter Verdacht habe. Obwohl sich ihre Alibis gegenseitig zu stützen scheinen, stellen ihre Geringschätzung und ihre offene Feindseligkeit gegenüber dem Opfer ein gutes Motiv dar. Ich weiß, dass es böses Blut zwischen dem Major und einigen der Gäste gab. Doch sicherlich war es nicht so schlimm, dass man einen Mord in Betracht ziehen würde. Ihre äußere Erscheinung mag unnahbar wirken, doch wenn Sie sie einmal kennengelernt haben, ist sie eine ausgesprochen nette Seele. Die Comtesse? Sie ist eine Naturgewalt, gegen die ich mich nur höchst ungern stellen würde. Seien Sie nicht albern, Detective. Ich meine Jacqueline. Sie würde niemals auch nur einer Fliege etwas zuleide tun. Okay, Mademoiselle Conrad. Tatsächlich war sie bisher eine der Personen, die ich am wenigsten unter Verdacht habe. Ich hatte angenommen, dass Sie von ihr geredet haben, Detective. Aha. Nach dem, was zwischen den beiden vorgefallen ist. Das ist eine Geschichte, die mir noch nicht zu Ohren gekommen ist. Sie hat Ihnen doch sicherlich über den Artikel erzählt, den sie über uns schreibt. Über Gideon und seine humanitäre Arbeit. Aus irgendeinem Grund war das wohl die einzige Sache, die sie nicht erwähnt hat. Das ist seltsam. Ich hatte angenommen, dass sie damit ihre Unterhaltung bei Ihnen begonnen hätte. Wie dem auch sei. Sie war zum Haus gekommen, um ein Interview mit mir zu führen. Doch als ich die Bücherei betrat, waren Sie und Felix in eine recht erhitzte Diskussion vertieft. Wissen Sie, worum es bei dieser Unterhaltung ging? Leider nicht, aber Felix war außer sich. Er nahm einen Briefumschlag vom Tisch und stürmte aus dem Zimmer. Nicht ohne vorher die Tür hinter sich in die Angeln knallen zu lassen. Und Mademoiselle Conrad? Sie war zu der Zeit in einem ebenso erregten Zustand. Als er weg war, stieß sie ein paar scharfe Worte über ihn aus, die ich ungern wiederholen würde. Wie ist der Zustand der Madame? Besser. Danke, Detective. Sie ruht sich in ihrem Zimmer aus. Es ist der beste Ort für sie. Und Sie, Mademoiselle? Ich bin mir nicht sicher. Es ist ein unwirkliches Gefühl. Ich hatte nicht erwartet, dass ich ihn so vermissen würde, wie ich es jetzt tue. Es ist verständlich. Er war viele Jahre lang eng mit ihrer Maman befreundet. Und auch mit mir, Detective. Wir waren eng befreundet. Nach Vaters Tod war er immer für mich da. Und jetzt ist auch er aus meinem Leben verschwunden. Sie müssen versuchen, nicht auf diese Weise darüber nachzudenken. Das ist leichter gesagt als getan, Detective. Daran habe ich keine Zweifel. Doch ich versichere Ihnen, dass der Täter nicht mehr lange auf freiem Fuß sein wird. Darauf haben Sie mein Wort. Wen würden Sie am ehesten verdächtigen, wenn Sie an meiner Stelle wären, Mademoiselle? Es tut mir leid, aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass auch nur einer von Ihnen zu solch einer Tat fähig gewesen wäre. Es ist oft schwer, die eigenen Gefühle für jemanden beiseite zu schieben und ihre Makel zu akzeptieren. Das ist es nicht, Detective. Sie alle kennen sich schon so viele Jahre lang. Warum sollte einer von Ihnen ausgerechnet jetzt zuschlagen? Mir wurde zu verstehen gegeben, dass der Major rein geschäftliche Beziehungen zu einigen der Gäste hatte. Das ist wahr, aber alle der eingeladenen Gäste kennen sich schon viele Jahre lang. Sie mögen vielleicht nicht so wirken, doch die meisten von ihnen sind sogar Freunde. Ich sollte in mein Zimmer zurückkehren, Detective. Es war ein erschöpfender Tag für uns alle. Oui, Mademoiselle. Ich fürchte, dass der morgige Tag ähnlich verlaufen wird. Doch ich werde nicht ruhen, bis der Mörder gefasst ist. Ich bin wirklich froh, dass Sie hier sind, Detective. Wo und wann auch immer ein Detective benötigt wird, werde ich da sein. Bonne nuit, Mademoiselle. Tja, bonne nuit, bonne nuit. Die Mademoiselle hat mich mit einem interessanten Gedanken zurückgelassen, den ich vorher noch nicht in Betracht gezogen hatte. Obwohl die Gäste auf den ersten Blick keine große Zuneigung füreinander zu empfinden schienen, ist sich die Mademoiselle äußerst sicher, dass dem nicht so ist. Vielleicht sollte ich die Gäste zusammen betrachten und nicht als Einzelpersonen. Ja, Freunde, das machen wir in der nächsten Folge. Macht es gut, bleibt neugierig, schönen Abend euch noch, NRW bei 18, adieu.